Willkommen zurück zu Star Fox Zero. Ja, Leute, heute steht quasi zweimal ein und dieselbe Mission an. Wenn ich es böse ausdrücken möchte zumindest. Aber zumindest zwei Missionen, die sich doch sehr ähnlich sehen. Nämlich Asteroidenfeld und Great Fox. Und Great Fox ist eine Mission, die ich selber, ihr seht, da steht neu, die ich selber noch nie gespielt habe. Und wo ich wirklich mal sehr gespannt bin. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Gesehen habe ich sie schon mal. Daher weiß ich auch, dass sie der Asteroidenfeldmission sehr, sehr ähnlich ist. Sie wird allerdings, glaube ich, noch durch einen Boss erweitert. Nicht glaube ich, sondern ich weiß es, dass sie noch durch einen Bosskampf erweitert wird. Und ja, deswegen, wir gucken uns die einfach mal an zuerst. Und danach geht's ab ins Asteroidenfeld. 100 Abschüsse werden gebraucht für die Goldmedaille. Anomalie im All. Ich bin gespannt. Die Anomalie im All. Immer diese Anomalie. Great Fox benötigt Schutz auf dieser kürzeren Route. Alles klar. Überlass das gut. Mir. Ich glaube, für Mission Accomplished, also für Mission erfüllt, muss die Great Fox komplett heil bleiben. Und das habe ich im Asteroidenfeld schon bisher nicht geschafft. Und ich bin gespannt, ob es mir hier gelingt. Darauf wetten möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist ziemlich happig. Vor allem, wenn sowas hier passiert. Ja, super, toll, das hat überhaupt nichts gebracht. Na toll, die Great Fox wurde getroffen. Also, vergesst es, never mind. Das hat jetzt schon super gut gar nicht funktioniert. Oh je. Oh. Toll. So. Oh je. Mir gehen hier sogar etwas viele durch die Lappen. Und das war wieder bei weitem nicht so gut, wie ich hoffte. Egal. Keine Ahnung, ob es da irgendwie einen guten Trick gibt. Muss ich ehrlich sagen. Aber da oben ist eine Drohne wieder erschienen. Oder dieses Ding wirft Parasiten ab, sagen wir so. Und die sammeln sich jetzt hier auf der Great Fox. Das heißt, wie müssen wir jetzt abballern, weil sie der Great Fox kontinuierlich Schaden zufügen. Das könnt ihr mit dem Walker machen, mit dem Walker Texas Ranger. Oder aber ihr sagt, nö, mach ich nicht. Hab ich keinen Bock zu. Und macht das einfach vom Arwing aus. Oh, hier sind Bombs. Cool, die schnappe ich mir auch mal direkt. Und es sind noch mehr, ah, das waren schon alle und Angriffsdrohnen auf der Schiffshülle. Da kam schon die nächste Welle. Die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Au. Aua. Die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Aber da sind sie. Und noch Flugzeuge hier draußen. Jede Menge. Ist die Frage, was ist jetzt klüger? Machen wir die auf der Schiffshülle erstmal alle platt? Oder kümmern wir uns um die Flugzeuge? Okay. Neue Angriffskörper. Oh, da oben sind sie. Mal gucken, ob ich sie erwische. Yeah, alle erwischt. Cool. Und das hat ordentlich Hits gegeben jetzt gerade. Sehr schön. Wie gesagt, wir brauchen ja nur 100. Die Great Fox hat noch ein bisschen Energie übrig. Ah. Dann sehen wir mal zu, dass wir die 100 schnell noch zusammenkriegen. In Form von den Flugzeugen. So, und das reicht mir schon. Wunderbar. Alle Angriffsdrohnen eliminiert.
Die Great Fox ist sicher, aber schon ziemlich ramponiert. Warnung, unbekanntes Objekt. Oh je, meine. Und den kennen... Nein, den kennt ihr noch nicht. Ich kenne ihn. Aber aus einer anderen Mission kenne ich ihn. Oder so ein ähnliches Vieh zumindest. Den werden wir nochmal treffen. Wo genau, verrate ich euch noch nicht. Aber das Prinzip ist so ziemlich das gleiche. Nämlich, wir müssen erstmal hier auf den Schwanz, wo sich eine Menge Energie sammelt. Ja, shit. Komm jetzt. Na komm. Alter, wie viel hält der aus? Oh Gott. Jetzt haben wir ihn. Gut. Und der Goldring. So, und die taktische Ansicht, die behalten wir jetzt mal bei, weil was ich weiß ist, dass wir ihn vor die Kanone locken müssen. Und die Great Fox ist sehr beschädigt, also... Das wird ziemlich bitter. So. Oh Gott. So, jetzt. Jetzt. Schieß! Sehr gut. Okay. Noch eine Runde. Wir ballern jetzt ja einfach mal hinten ein bisschen auf seinen Rücken noch drauf. Um ihn ein bisschen zu provozieren. Genau, jetzt haben wir wieder seine volle Aufmerksamkeit. Jetzt können wir ihn nochmal vor die Schiffskanonen treiben. Unsere Energie macht mir da keine Sorgen. Vielmehr macht mir hier die Great Fox Sorgen, die hier gleich abraucht. Aber gut, es ist das erste Mal, dass ich diese Mission selber spiele. Insofern bin ich zufrieden, wenn ich es schaffe. Das muss jetzt erstmal nicht schön aussehen. Ja. Und Hit plus 5. Ich bin sicher, wenn du das schneller schaffst, gibt's Hit plus 10. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Mission abgeschlossen, aber das wundert mich auch nicht. Die Great Fox ist sehr stark beschädigt. Aber egal, wir haben es geschafft. Beim ersten Versuch und direkt mit dem Goldpokal. Ja, das passt. Darauf kann man aufbauen. Keine weiteren Bedrohungen. Rückkehr zum Ursprungskurs. Ja, und diese Mission würde uns schnurstracks in den Sektor Beta bringen. Da wollen wir aber noch nicht hin. Sektor Beta heben wir uns noch eine Weile auf. Wir wollen die zweite sehr, sehr ähnliche Mission machen, nämlich Asteroidenfeld. Trügerische Route. Hier gibt es nur eine Medaille zu erringen und die bekommt ihr... wenn ihr den Goldpokal erringt. Was ich natürlich geschafft habe. Vollkommen klar. Oh Gott. Gut, also nochmal die Great Fox beschützen. Was passiert eigentlich? Wir bekommen doch, glaube ich, extra Hits, wenn wir... Genau, drei extra Hits und... Ah, wunderbar. Und schon habe ich ein paar Hits. Cool. durch die zusätzlichen Bomben, die wir gefunden haben jetzt. Das ist jetzt jeweils Hit plus 3. Das ist natürlich praktisch. So. Und die Great Fox haben wir sogar bis hierhin beschützt. Bis hierhin. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich will den Peppy nicht vor dem Slippy loben. Slippy will ich sowieso überhaupt niemals loben. Weil Slippy... Es gibt keinen Grund, Slippy zu loben.
Oh Mann. Cool. Bis hierhin geht es der Great Fox noch sehr, sehr gut. Das freut mich persönlich. Dummerweise wird es nicht ganz so bleiben. So, und jetzt tauchen auch mal auf den Asteroiden-Gegner auf. Im Gegensatz zur vorherigen Mission. Weiß gar nicht, ob du aus den Extra-Hits rausholen kannst. Wundern würde es mich nicht. Der gute Endsmash wird es wissen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das hier nicht unbedingt die spannendste Mission ist, um Highscoring zu betreiben. Sehr gut. Okay. Great Fox wurde getroffen. Von was denn? Waren hier noch Asteroiden unterwegs? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Jetzt ist auch wurscht. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die Flugzeuge die auch beschießen. Hier sind noch Asteroiden. Oh je. Rakete nähert sich. Komme ich da noch ran? Ja. Wobei es natürlich manchmal ein bisschen klüger ist, damit du mehr Zeit hast, die Flugzeuge drumherum abzuschießen, die Parasiten erstmal auf der Great Fox landen zu lassen, weil solange die Great Fox angreifen, kannst du natürlich hier munter so viele Gegner erledigen, wie du willst. Das ist aber auch schon alles an Highscore-Tricks in dem Sinne, was ich kenne, und da hat es nicht mehr geklappt. Gut. Jetzt heißt es, die Great Fox beschützen. Gibt übrigens noch eine dritte Mission, in der wir das müssen. Also die Great Fox steht hier in diesem Spiel deutlich mehr im Fokus als noch in Lighted Wars. Was an sich auch ganz cool ist, aber gerade wirklich die Great Fox Mission und die Asteroidenfeld Mission ähnelt sich für meine Begriffe dann doch zu sehr. Das ist eigentlich, kann man sagen, zweimal die gleiche Mission, nur einmal mit einem Bossfight. Das ist einfach wirklich so. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Ich denke, da hätte es sicherlich nicht schaden können, wenn... warum habe ich die jetzt nicht erwischt? Oh Gott. Barrel Roll. Barrel Roll. Barrel Roll. Endlich habe ich sie mal eingesetzt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall. Sehr ähnliche Mission, sehr dreist, nix gut. Oh cool, Hit plus 3. Great Fox ist schwer beschädigt. Also ist mir egal. Ist mir egal, was du sagst, Rob. Ich kann die Mission sowieso nicht mehr erfüllen. Also von daher, schleich dich. Wobei ich mir vorstellen kann, also wir haben es ja relativ lange geschafft, die Great Fox zu beschützen. Dass man es irgendwie tatsächlich schaffen kann, sie hier ohne Schaden durchzulotsen. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen hier mal. Boah, die Great Fox ist weit, weit weg. Wie wir da boosten mussten, gerade um ranzukommen. So. Gut, alle Angriffsdrohnen eliminiert. Great Fox ist sicher. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, das war's. Mission abgeschlossen. Okay, mit einer neuen Bestleistung. Bitte zur Front vorrücken. Wie gesagt, ich meine, für Mission erfüllt müsstest du... Obwohl, gibt's hier überhaupt eine Mission? Moment mal. Kann es überhaupt sein? Weil für Mission erfüllt bekommst du normalerweise eine Medaille. Ich glaube, das muss mir jetzt der Endsmash oder irgendjemand, der sich damit auskennt, mal sagen. Weil du bekommst ja für Mission erfüllt, bekommst du eine Medaille. Ich habe eine Medaille und die müsste ich eigentlich dafür bekommen haben, dass ich den Goldpokal errungen habe. Es scheint, hier steht ja 1 von 1, 1 und 1. Hallo. Das würde bedeuten, dass es hier gar keine Mission erfüllt gibt.
Also das muss man mir mal sagen, bevor ich jetzt mich hier abmühe und das Ganze nochmal versuche, den Great Fox so zu beschützen, dass sie keinen Schaden nimmt, bevor ich das jetzt mache, vielleicht verwechsel ich das aber auch. Ich verwechsel das bestimmt. Ich verwechsel das hundertprozentig. Ja, jetzt weiß ich. Eine Insel. Jetzt weiß ich, mit welcher Mission ich das, glaube ich, verwechsel. Die werden wir noch kennenlernen. Das mache ich jetzt für heute nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir haben die Great Fox für heute genug beschützt. Und bevor wir in den Sektor Beta durchdringen, ich glaube, den machen wir dann aber sinnigerweise dann mal im nächsten Part. Genau. Genau, wir machen als nächstes vielleicht mal den Sektor Beta. Und dann muss... Habe ich das Ding hier immer Sektor Beta genannt? Das ist der Sektor Gamma. Das hier ist der Sektor Beta. Wir machen als nächstes den Sektor Gamma. Genau. Wow, jetzt wird das hier ein Laber-Part. Entschuldigt. Ja, wir machen als nächstes den Sektor Gamma. Oder machen wir als nächstes doch den Sektor Beta? Was wäre sinniger? Nee, ich glaube, sinniger wäre es Sektor Beta, Titania und dann Sektor Gamma. Genau, so mal. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. So machen wir das. Ja. Okay, damit kennt ihr den Schlachtplan. Ihr seid jetzt verwirrt. Ich bin ehrlich gesagt auch verwirrt. Aber ich würde mal sagen, beim nächsten Mal nicht Sektor Gamma, sondern Sektor Beta. Also das Ding hier, was wir schon öfter hätten betreten sollen. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Also Leute, bis zum nächsten Mal.